Ich zeige, wie Sie in Camtasia ein Projekt speichern. Mein Name ist Pirmin Lehner. Vorhin haben wir zwei Aufzeichnungen gemacht. Diese beiden Clips stehen hier oben bereit und wir haben sie bereits hier unten auf dem Storyboard platziert. Diese beiden Aufnahmedateien, die finde ich auch im Windows Explorer. Ich habe die gezielt im Ordner 03 abgelegt. Das ist die Aufnahme, die erste und die zweite mit der Endung TREC. Das sind dieselben wie hier oben, aber die Projektdatei, die fehlt noch. Die mache ich nun, indem ich unter Datei sage, ich speichere. Also speichern. Und Camtasia speichert nun nicht diese Clips, sondern es erzeugt eine Datenbank, die sich merkt, wo wurde welcher Clip gespeichert, wo wurde welcher Effekt angewendet und so weiter. Und nachher muss ich unbedingt immer die Projektdatei öffnen, denn wenn ich nur eine Aufnahmedatei öffne, dann ist nichts mehr zugeschnitten, kein Effekt, nichts. Das passiert in der Projektdatei. Also, Datei speichern. Nun frag mich wieder Camtasia, wo ich speichern will. Ich gebe natürlich wieder denselben Namen, Camtasia, das ist nun 03, Aufnahme machen. Das gibt nun eine TSCPROI, also Projektdatei, speichern. Und wenn ich im Windows Explorer nun nachsehe, dann ist diese Projektdatei hier angekommen und ich öffne später, wie gesagt, nur immer diese Projektdatei. Das war's.